Ladies and gentlemen, welcome to the new Mixtape of the Month, the show about interesting websites, cool podcasts, and awesome people. Discover new blogs, hear exciting podcasts, and explore simply more. Are you ready to rock? Say hello to your host, Daniel Kohr. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Mixtape im Jahr 2018. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute meinen Namensvetter Daniel Schöberl zu Gast. Daniel ist digitaler Nomade im Sportmarketing und wir sind jetzt seit knapp 2 Jahren in einer Mastermind-Gruppe zusammen. Das heißt, ich kenne Daniel schon länger, auch wenn ich ihn persönlich noch nicht kennengelernt habe. Aber wir sprechen eigentlich in der Regel einmal im Monat miteinander und kennen von daher auch die Entwicklung. Und Daniel hat eine sehr spannende Entwicklung in den vergangenen Jahren mitgemacht. Und es hat angefangen mit vielen Selbstzweifeln bis dann zu den ersten Kunden und jetzt eben zu einem Leben aus dem Rucksack, wie er selber erzählt. Aber ich fand die Geschichte unheimlich spannend und deswegen habe ich Daniel gefragt, ob er nicht Lust hätte, in meinen Podcast zu kommen. Und ich finde, das Interview, was knapp eine Stunde dauert, ist wirklich sehr interessant geworden. Und ja, ich hoffe, dass es dir dann ebenso gefällt. Präsentiert wird dir diese Folge wieder vom Extra-Magazin. Das Extra-Magazin ist das führende Informationsmedium zum Thema ETFs. Und darüber hinaus wird im Magazin über Robo-Advisors, Altersvorsorge, unterschiedliche Indizes und mehr berichtet. Ich lese das ETF-Magazin jetzt seit knapp 2 Jahren jeden Monat und hole mir hier viele Anregungen für meinen Blog und die beiden Podcasts. Besonders interessant finde ich die unterschiedlichen Titelstories. Also in der aktuellen Februar-Ausgabe geht es beispielsweise um ETF-Musterportfolios und worauf man da achten sollte. In den Ausgaben davor wurde ausführlich über die besten MSCI World ETFs berichtet oder auch Schwellenländer mit Renditepotenzial vorgestellt. Wenn auch du das Extra-Magazin einmal testen möchtest, kannst du dir als Finanzrocker-Podcast-Hörer ein 6-Monats-Abo der Printausgabe zum halben Preis holen. Statt 30 Euro zahlst du nur 15 Euro. Geh einfach auf www.finanzrocker.net/extramagazin und probiere es doch mal aus. Und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Daniel. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Chiang Mai in Thailand zu Daniel Schöberl. Daniel ist im digitalen Sportmarketing zu Hause und ist ein digitaler Nomade der etwas anderen Art. Warum und wieso werden wir in unserem Gespräch gleich erläutern. Zunächst aber erstmal ein herzliches Hallo an meinen Namensvetter in Thailand. Alles klar bei dir? Ja, hallo Daniel. Bei mir alles super. Ich freue mich natürlich tierisch, heute mal dabei sein zu dürfen, weil ich auch so ein kleines bisschen ein Fan vom Finanzrocker bin und auch schon eine ganze Weile immer mithöre. Und deswegen ehrt mich das ein bisschen. Und bei mir alles super hier in Chiang Mai. Schönes Wetter. Ich glaube, das habt ihr nicht ganz so im Moment. Nee, wir haben Katastrophenwetter. Naja, dann hoffe ich, dann schicke ich ein bisschen Sonne nochmal rüber, obwohl es jetzt bei mir schon dunkel ist, aber das kriegen wir irgendwie hin. Sehr schön. Daniel, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen. Genau, also ich bin Daniel, 33, komme ursprünglich aus Bad Brückenau, das liegt in Unterfranken, deswegen vielleicht auch mein rollendes R wird dem einen oder anderen Zuhörer ein bisschen auffallen. Und ich bin seit 2 Jahren, habe ich ein bisschen einen anderen Lebensstil und Arbeitsalltag, denn ich bin seit 2 Jahren als digitaler Nomade unterwegs. Das heißt, ich arbeite ortsunabhängig an meinem eigenen Business. Das heißt, ich mache hauptsächlich Dienstleistungen im digitalen Sportmarketing. Mhm. Und bin jetzt eben aktuell für 2 Monate in Südostasien, unter anderem in Chiang Mai, inzwischen durch einen Abstecher in Sri Lanka und dann wieder zurück nach Chiang Mai, bevor es dann wieder in den Frühling nach Deutschland geht. Sehr gut. Du hast ja eben schon gesagt, du lebst jetzt seit knapp 2 Jahren das Leben eines digitalen Nomaden. Das heißt, du hast 2016 deinen Job in einer Marketingagentur gekündigt und hast dich dann eben für diesen neuen Lebensabschnitt entschieden. Und wir sind ja jetzt seit 2 Jahren in einer gemeinsamen Mastermind-Gruppe. Das heißt, ich habe auch deinen Weg vom Angestellten zum digitalen Nomaden hautnah miterlebt. Vielleicht magst du ganz kurz sagen, was waren denn so die Hauptbeweggründe für den Ausstieg aus diesem normalen Alltag? Ganz genau. Also ich glaube, du bist da auch von Anfang an immer so dabei gewesen und hast dann auch meine großen Zweifel von Anfang an mitbekommen. Ja. Bei mir war das so, also ich war 4,5 Jahre in einer Online-Marketing-Agentur im Bereich Social Media tätig, die letzten 2 Jahre dann auch als Head of Social Media und habe dann irgendwann gemerkt, das, was du den ganzen Tag machst, du brauchst eigentlich nur einen Laptop bzw. Computer, Internet und kannst dann alle Sachen machen von überall, die du sonst auch machen kannst. Und ich
hatte mir dann halt irgendwann, kam ich dann dazu, bin ich mal auf eine Seite gestoßen über digitales Nomadentum, habe mir gesagt, wow, das ist natürlich richtig cool. Mhm. Und das würde ich auch mal machen. Und habe dann ganz langsam angefangen, darauf hinzuarbeiten. Also das heißt, ich habe das damals so ein bisschen den Angsthasenweg genannt, weil ich eben nicht den Absprung von 0 auf 100 gemacht habe, sondern habe dann wirklich gesagt, ich probiere einfach mal jetzt nebenbei so ein bisschen als Sidepreneur das Ganze aufzubauen, mhm. erste Kunden heranzuziehen, habe dann auch ein Jahr später zu meinem Chef gesagt, ob ich nicht irgendwie in Teilzeit arbeiten könnte. Das heißt, habe dann nur noch 70% die Woche gearbeitet, hatte dann dadurch noch mehr Zeit, mein eigenes Business so ein bisschen aufzubauen. Und so ging das Ganze dann nach und nach weiter. Und irgendwann habe ich dann angefangen rumzuerzählen, ich werde digitaler Nomade. Mhm. Und dann gab es eigentlich kein Zurück mehr. Also ich habe mich da indirekt ein bisschen unter Druck gesetzt. Und als es dann kurz davor war, im April 2016, habe ich mir gedacht, wie blöd bist du eigentlich, dass du rumerzählst, du bist jetzt digitaler Nomade, jetzt musst du das wirklich machen. Und bin aber froh, dass ich es rumerzählt hatte, weil ich dann wirklich auch den Absprung gemacht habe. Und seit zwei Jahren bin ich jetzt eben in der Welt unterwegs. Habe einen Kundenstamm, einen festen, auch mit Langzeitkunden schon, was sehr, sehr gut ist. Und für die ist das alles kein Problem. Mit Skype, Slack und Co., super Internetverbindung, kann ich meiner Arbeit nachgehen, ganz problemlos. Mhm. Und was mir natürlich wichtig war, war eben, um darauf zurückzukommen, dass ich ein bisschen selbstbestimmter lebe. Das heißt, meine Arbeit frei einteile, auch wann ich arbeite. Natürlich das Ortsunabhängige. Und was mir auch sehr, sehr wichtig war, also ich hatte früher Sportmanagement studiert, war dann aber in der Agentur mehr im Tourismus tätig. Und ich wollte eigentlich so meine drei Leidenschaften wieder verbinden. Das waren einerseits der Sport, das Reisen und das digitale Marketing. Und so kam es eben, dass ich jetzt digitales Sportmarketing von überall auf der Welt aus mache. Und nicht nur Sportmarketing, ne? Auch so ein bisschen ins Marketing rein. Genau, richtig. Also auch ganz normales Marketing. Also mein Fokus liegt auf Digital Sport Marketing. Da will ich auch langfristig wieder hin. Aber ich habe auch ganz allgemeine Kunden, die ich dann im Bereich Social Media vor allem oder Corporate Blogging, also Unternehmensblogs aufbauen, betreue. Und ein großer Teil davon meiner täglichen Arbeit sind eben Facebook-Anzeigen. Da ist auch ein Riesenmarkt. Das hat immer noch Riesenpotenzial, beziehungsweise geht da noch einiges. Und das ist somit der größte Teil, den ich da mache. Was ist denn genau Sportmarketing? Was steckt denn da dahinter? Das ist natürlich schwer zu sagen. Man könnte jetzt einfach sagen, es ist Marketing auf den Sport gerichtet. Mhm. Aber letztendlich geht es darum, Sportarten, Sportler, Events oder auch sportbezogene Unternehmen zu vermarkten. Und das geht eben durch verschiedene Bereiche. Also einerseits durch Sportsponsoring, durch verschiedene Rechte oder Lizenzvermarktung, wenn es um TV-Rechte geht. Über Social Media, Merchandising oder auch Ticketing. Also es gibt da ganz, ganz viele Bereiche. Mhm. Und mein Fokus war eben gezielt darauf, im digitalen Marketing Fuß zu fassen, weil das eben mein Steckenpferd ist. Und wo ich dann auch gesagt habe, mein Ziel ist es eben, sei es jetzt der Sportler oder das sportbezogene Event, die im Internet prominenter zu machen. Vor allem durch soziale Medien und durch Blogs. Mhm. Wenn man sich mal so die ganzen Leute anschaut, die als digitale Nomaden arbeiten oder auch versuchen, Fuß zu fassen, da hast du natürlich einen ganz anderen Background. Nichtsdestotrotz, auch wenn du jetzt keine digitalen Produkte beispielsweise verkaufst oder irgendwie so Krypto-Coaching anbietest, wie es viele andere tun, hast du ja trotzdem nicht von 0 auf 100 da diverse Kunden jetzt gehabt. Wie bist du denn an deine ersten Kunden gestoßen? Also das stimmt. Ich glaube, ich bin einer der wenigen digitalen Nomaden, die jetzt nicht ihr Business durch Amazon FBA aufmachen, irgendwie kein Coaching für neue Lebensmodelle entwerfen oder auch teils unmoralische Nischenseiten entwickeln für irgendwelche One-Out-Raspeln oder Co. Also nicht falsch verstehen, da ist natürlich einiges möglich. Das ist auch ein super Markt. Und mir war es eben aber wichtig, eben meine Dienstleistung weiterzumachen, weil ich auch in der Agentur vorher gearbeitet habe. Ich habe mich da immer wohlgefühlt. Und ich wollte auch weiter den Kontakt zu Kunden halten. Mhm. Und ich hatte eben dann auch einen Kunden, mit dem ich während der Agenturzeit schon fest Kontakt hatte. Und den habe ich auch weiterhin. Und auch während ich jetzt mich dann selbstständig gemacht habe oder beziehungsweise als Sidepreneur angefangen habe, habe ich dann erstmal gemerkt, wie wichtig eigentlich dieses Bloggen in den letzten Jahren war. Also ich bin jetzt ist 2018, ich blogge eigentlich schon seit 11 Jahren mittlerweile. Boah. Auf verschiedenen Blogs, die ersten 2, 3 gibt es auch schon gar nicht mehr. Mhm. Aber bin dann eigentlich da so in die Materie rein und habe dann auch mein Netzwerk aufgebaut über das Bloggen, über Twitter
teilweise auch über Xing, LinkedIn, was jetzt nicht ganz so wichtig ist, aber auch so gerade Twitter oder die Blogs selber, die haben eine wahnsinnige Macht und es ist ein wahnsinnig mächtiges Tool. Und dadurch konnte ich mir ein Netzwerk aufbauen, über dessen ich mir nie so richtig bewusst war, aber als ich dann eben gesagt habe, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg, dann kamen eben Leute auf mich zu und haben gesagt, Daniel, du machst doch jetzt, willst dich doch selbstständig machen, ich hätte da vielleicht meinen Kunden. Und da bin ich wirklich heilfroh, dass sehr viel über Empfehlungen ging oder auch eben, dass die Leute wussten, der Daniel, der hat früher schon über digitales Marketing gebloggt, der ist da fit, der macht sich ein bisschen selbstständig, vielleicht frage ich den nicht mal, ob der ein bisschen Facebook-Ads für Kunden machen kann. Und das ist für mich Gold wert, diese Basis gehabt zu haben und bisher noch keinen Telefonhörer in die Hand nehmen zu müssen, um dann wirklich Kunden, potenzielle Kunden abzutelefonieren, zu sagen, hier, ich würde gern für dich arbeiten. Also diese Vorarbeit, das Bloggen, hat sich dann doch indirekt auch bezahlt gemacht. Ein mächtiges Tool, Netzwerk ist das A und O, gerade wenn man sich selbstständig macht, auch wenn man sich dessen anfangs nicht so bewusst ist, vielleicht wie wichtig dieses Tool ist. Als du diesen Schritt gewagt hast, hast du ja auch eben schon gesagt, dass da auch diverse Ängste dann aufkamen. Wie bist du denn damit umgegangen? Also du bist ja jetzt aus so einem festen Zuhause und auch aus dem festen Job raus und so diese ganze soziale Absicherung, die fällt ja dann praktisch sofort weg. Wie bist du denn mit diesen Ängsten da umgegangen, dieses völlige Neuland zu betreten? Ja, ich hatte ja vorhin schon mal das Wort Angsthase in den Mund genommen. Genau. Also mir war es eben wichtig, es hat 2 Jahre Vorarbeit gedauert. Mir war es da eben wichtig, dass ich sage, ich spare mir einen Geldpuffer an. Bei mir war es eben, dass ich gesagt habe, 5.000 Euro und gehe damit nach Südostasien. Das heißt einerseits, warum Südostasien? Weil, wenn ich da längere Zeit hingehe, dann kann ich zum Beispiel meine Krankenversicherung ruhen lassen für den Zeitraum, spare mir dadurch ungefähr 900 Euro und habe damit schon mal wieder den Flug drin, plus 2 Monate Miete. Und diese 5.000 Euro, die ich mir da eben angespart hatte, da wusste ich, okay, ich komme dann gut, sagen wir mal, 5-6 Monate über die Runden und kann mir dann theoretisch was aufbauen, ohne dass ich jetzt noch weitere Kunden hinzugewinne. Und sollte das alles nicht klappen, dann hätte ich mich damals eben im Herbst 2016 wäre ich zurückgekommen und hätte mich eben wieder bewerben müssen. Und diese Situation, die wurde mir irgendwann bewusst, dass das Schlimmste eigentlich, was ich verlieren konnte während dieser Zeit, klar, wäre natürlich mein Budget gewesen. Und auf der anderen Seite, dass ich mich wieder hätte bewerben müssen. Und das ist eigentlich eine ziemlich gute Ausgangsposition, sage ich mal. Und das hat mich dann doch ein bisschen so in den Zweifeln besänftigt. Aber natürlich hat man zwischendurch dann auch mal Tage gehabt, gerade kurz davor, wo man gesagt hat, wo man wahnsinniger Druck aufgebaut oder auch kurz bevor ich in den Flieger gefliegen bin, da habe ich dann auch so gedacht, oh Mann, das geht alles schief. Und wie bist du dann damit umgegangen? Das ging, ich habe es dann, wie gesagt, einfach gemacht und dadurch, dass ich dann auch gesagt habe im Vorhinein, ich gehe diesen Schritt und habe Freunden und Bekannten dazu erzählt und teilweise auch drüber gebloggt, sage ich mal so, sah das nach außen alles ziemlich souverän aus. Und ich habe dann auch schnell Fuß gefasst, als ich dann auch das erste Mal in Chiang Mai war, konnte mir da ein bisschen was aufbauen, habe dann auch nochmal ein E-Book über digitales Sportmarketing zum Beispiel erstellt und die Leute wussten dann auch, der Daniel ist jetzt, also durch mein Netzwerk ist jetzt komplett selbstständig und da hatte ich dann wirklich Glück, dass sich das so ein bisschen gefügt hat und nach kamen dann die ersten Kunden auf mich zu, dass ich, sagen wir mal, nach 4-5 Monaten einen festen Kundenstamm hatte und dadurch kam dann eben schon wieder Einkommen rein, wo ich für die nächsten Monate problemlos dann aushalten konnte und jetzt nicht unbedingt noch an weitere Reserven gehen musste und das hat mich dann auf jeden Fall sehr beruhigt, auch wenn man als Selbstständiger natürlich immer sagen muss, springt ein großer Kunde ab, dann muss man eben, dann schwimmt man wieder ein bisschen und ja, deswegen ist so, dass man mit dem Geld richtig umgeht, das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt auf jeden Fall. Und das ist auch der Punkt, der dann auch die Zweifel am ehesten beseitigt, weil so Existenzängste als Selbstständiger, die sind natürlich nicht selten. Wenn ich mir das jetzt mal so anschaue, es gibt ja zum Beispiel auch den Frugalisten, der Oliver, der bloggt ja darüber, dass er ganz, ganz viel Geld spart, um früher dann praktisch in Rente zu gehen, also mit 40 oder 45 spätestens. Und dann hat man die digitalen Nomaden, die gehen genau den umgekehrten Weg. Das heißt, die sparen nicht so viel, dafür haben sie dann ein relativ freies Leben. Hast du da eigentlich keine Bedenken gehabt? Also du hast ja jetzt auch ein relativ einfaches Leben, ne? Du hast wahrscheinlich kein Auto. Ich habe vorhin deine Bude gesehen in Chiang Mai. Das ist natürlich auch was anderes als so der normale Lebensstandard, den man in Deutschland hat. Hast du da irgendwas vermisst?
Nein, eigentlich gar nicht groß. Obwohl ich muss jetzt sogar gestehen, dass ich ein Auto habe. Das ist Okay. Omis Erbstück noch. Der wird in Ehren gehalten, ein kleiner Okay. Flitzer. Aber das war ein Schritt, gerade bevor die Selbstständigkeit losging, dass man eben sich auf Minimalismus einstellt. Das heißt, ich habe damals im Schwarzwald noch gewohnt und habe langsam angefangen, meine Möbel auszusortieren, Sachen, die ich nicht brauche, und war dann eigentlich, ich habe zwar bei meinen Eltern da noch, ist noch mein alter Fernseher gebunkert und noch ein paar Kleinigkeiten, aber letztendlich lebe ich nur noch aus einem Rucksack, und diese ganzen Sachen, diese, ja, da muss man sich natürlich ein bisschen trennen können. Man muss sich darauf einstellen, dass man wirklich minimalistischer lebt, und da gewöhnt man sich dann auch dran. Also auch mit Apartments oder Wohnungen. Natürlich habe ich da jetzt keine Superwohnung. Ich habe nicht mein eigenes Sofa, wo ich mich mal draufschmeißen kann, sondern es ist ein ziemlich einfaches Apartment. Aber ich sage mal, ich bin jetzt hier in Chiang Mai, zahle ungefähr, ja, zahl 200 €, 250 € pro Monat für das Apartment, und habe eigentlich alles, was ich brauche: einen Balkon, Kühlschrank, Bett, Fernseher. Und das ist wirklich super. Also das reicht dann schon. Man muss natürlich auf ein paar Sachen verzichten, aber ich gönne mir dann schon auch den Luxus, dass ich eben nicht sage, ich gehe jetzt in ein Hostel, weil ich da einfach meiner Arbeit nicht nachgehen kann. Und man muss dann natürlich abstecken. Und jetzt nach 2 Jahren, wie gesagt, wo man dann seinen festen Kundenstamm auch hatten, so, dann kann man sich auch mal ein bisschen mehr gönnen. Aber es gibt dann durchaus auch die Zeiten, wo man sagt, ja, man hätte mal wieder eine feste Basis, wo man einfach bleibt. Aber mit dem Geld zu handeln, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Vor allem auch bei der Selbstständigkeit, wenn du den Schritt gehst, dann musst du eben die erste Frage, die du dir stellst, wie sieht es mit der Rente aus? Zahle ich weiterhin in die Rentenversicherung ein oder lasse ich sein? Und das sind Punkte, da muss man sich dann mit beschäftigen. Ich habe mich dann dazu entschlossen, ich zahle nicht mehr in die Rentenversicherung ein und mache das Ganze dann eben selbst. Da kann ich auch nochmal Danke sagen an dich und an Albert, die dann echt viele Tipps gegeben haben, wo es dann auch war mit ETFs, teilweise auch mit Aktien, wo man dann sagt, jetzt legt mal sein Geld einfach sicher an. Und ich habe da auch verschiedene Töpfe, wo ich immer, wenn ich Einnahmen generiere, das Geld sofort aufteile. Und das heißt, ich komme da nicht mal ran, habe da meine Alltagsausgaben, und mit denen muss ich einfach leben. Und das funktioniert sehr gut bis jetzt. Okay, und wie kann ich mir jetzt so deinen Alltag als digitaler Nomade vorstellen? Ich meine, du wirst ja wahrscheinlich nicht in dem Zimmer dann da auch arbeiten, sondern du gehst ja dann wahrscheinlich auch in einen Coworking Space, in einen Café und arbeitest dann, oder wie gehst du da vor? Genau, also ich schaue schon, dass ich immer wieder Apartments habe, wo ich auch einen Schreibtisch habe. Also ich kann jetzt hier auch problemlos, da habe ich meinen Schreibtisch und kann von da aus auch arbeiten. Aber mir ist es auch immer wichtig, dass ich verschiedene Tapetenwechsel habe, dass ich zum Beispiel mal in einen Café gehe, oder hier in Chiang Mai ist der Stadtteil Niman, und ich sage mal, da gibt es 20, 30 Cafés mit bestem Internet, wo du problemlos arbeiten kannst, trinkst für 1 € einen Cappuccino, bleibst dann da eine Weile, arbeitest ganz problemlos und gehst zwischendurch mal in den Coworking Space. Also das ist eine Wahnsinnsbandbreite, die du hier hast. Und deswegen ist manchmal auch mein Tag so, dass ich einfach morgens loslege, gehe ins erste Café und wechsle dann teilweise am Tag bis zu 4, 5 Mal die Cafés. Und das klappt eigentlich wunderbar. Und was so der Tagesablauf, der ist natürlich pro Ort unterschiedlich. Ich war jetzt zum Beispiel im Oktober, November war ich in Marokko, weil ich immer mal ganz gerne surfe oder mich da drin probiere, sagen wir es besser so. Und da ist man natürlich immer ein bisschen abhängig von den Gezeiten beziehungsweise von den Wellen. Und wenn jetzt zum Beispiel die Wellen morgens um 10 Uhr gut sind, dann ist man eben 2, 3 Stunden auf dem Wasser morgens. Wenn die eher mittags, und dann richtet man sich danach. Aber letztendlich, was mir eben wichtig ist, und das setze ich mich selber ein bisschen auch unter Druck, ist, dass ich sage, ich muss 40 Stunden die Woche produktiv arbeiten. Das Ganze, das tracke ich mit einem Zeitmanagement-Tool namens Toggle. Und dann sehe ich eben gezielt, ah, ich habe jetzt 40 Stunden voll, dann war die Woche erfolgreich. Und wann ich diese 40 Stunden produktiv arbeite, also richtig an Projekten, das ist dann ganz egal. Aber was mir auch noch wichtig ist, dass ich eben sage, ich habe trotzdem einen bildschirmfreien Tag in der Woche, wo ich dann einfach den Laptop auch mal komplett zugeklappt lasse und wo ich mir dann auch wieder, wo ich komplett abschalten kann und wo man sich auch dann wieder komplett motiviert und regeneriert vom Arbeiten und sagt, wow, ich habe jetzt, bei mir ist es meistens der Sonntag, ich habe jetzt einen Tag frei gemacht, ich habe wieder richtig Bock, am Montag in die Tasten zu hauen. Und das ist einfach Gold wert, diese 40 Stunden und dieser bildschirmfreie Tag. Hast du denn die Wünsche, die du damals gehabt hast, als du aus diesem Agenturleben raus wolltest, hat sich das denn alles erfüllt? Also bist du denn jetzt wirklich freier und auch selbstbestimmter, ohne ständig da an das Geld denken zu müssen? Freier und selbstbestimmter auf alle Fälle. Was manchmal natürlich, was ein Nachteil ist, ist, dass ich jetzt nicht am Ende des Monats oder Anfang des Monats mein Gehalt pünktlich drauf habe. Das heißt, es kann auch schon mal passieren,
dass man wieder mal ein, zwei Wochen überbrücken muss, weil man eben das vorherige Geld schon auf die verschiedenen Sparkonten oder Allgemeinkonten verteilt hat. Das ist manchmal ein Problem, was natürlich auch oftmals nicht ganz so schön ist, muss man auch ganz ehrlich sagen, dass man sehr viel alleine ist. Das heißt, man muss auch gut alleine klarkommen. Und was mir manchmal so ein bisschen fehlt, ist zum Beispiel früher in der Agentur, da ist man mal schnell eine heiße Schokolade und einen Cappuccino trinken gegangen an die Bar und hat dann irgendwie zwei, drei Witze erzählt und dann konnte man so komplett runterkommen. Und das hat man nicht. Also ich kann mir selber einen Witz vorerzählen oder unterhalte mich mit Siri oder so. Ja. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche. Und da muss man natürlich klarkommen. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man dann auch immer mal in so digitale Nomaden-Hochburgen, wie jetzt eben Chiang Mai, Bali, Lettland zum Beispiel auch, wo da richtig aufblüht, das ganze Baltikum, dass man eben daran geht, dass man in verschiedenen Facebook-Gruppen zum Beispiel mit digitalen Nomaden da ein bisschen vernetzt ist. Und jetzt hier in Chiang Mai im Moment sind zum Beispiel von mir 4 bis 5 Bekannte, mit denen ich mich da immer mal treffen kann. Und sowas ist natürlich schon Gold wert und auch wichtig. Aber das hat man eben am Anfang nicht. Und die 2 Monate, wo ich im wunderschönen Bali war, wo wirklich traumhaft war, da war ich schon auch viel allein. Und das ist dann nicht immer ganz einfach. Aber da muss man durch und das hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber letztendlich habe ich den Schritt nie bereut, weiß aber auch, dass ich nicht für immer digitaler Nomade bleiben werde, sondern es mich irgendwann wieder in die Heimat zieht, weil ich da einfach zu sehr verbunden bin mit Familie und Freundeskreis. Und aber absolut, absolut empfehlenswert, so wie ich es gemacht habe, auch dieser Angsthasen-Modus, das langsam aufzubauen, jetzt ohne Druck und super Lifestyle, also gefällt mir gut. Aber es ist nichts für immer. Wo lebst du, wenn du in Deutschland bist? Da bin ich im idyllischen Bad Brückenau. Ich nenne es immer Mamas und Papas Coworking Space. Okay. Also ich habe da letztendlich noch mein altes Kinderzimmer, wenn man so sagen will. Und bin dann da zu Hause. Also ich bin zwischendurch im Jahr auch immer mal wieder zwischen den Reisen ein paar Wochen zu Hause. Und da ist das alles in Ordnung. Und das ist dann auch eine super Zeit. Und wenn ich dann aber auch mal wieder 3 Wochen zu Hause war, dann ist es auch wieder gut, wenn ich wieder weg bin. Und auch innerhalb Deutschlands bin ich dann öfter mal in München, Berlin oder auch im Schwarzwald für längere Zeit, weil ich da eben einen guten Freundeskreis habe. Oder wenn dann auch mal ordentliche Veranstaltungen sind, wo man dann sagt, gut, jetzt ist die und die Veranstaltung, dann hänge ich gleich noch 1-2 Wochen dran und bleibe dann noch ein bisschen. Aber sonst, wie gesagt, in der bayerischen Rhön sehr, sehr schön im Mamas und Papas Coworking Space. Du hast vorhin deine Blogs ja auch schon angesprochen. Du machst auch nebenbei einen Podcast. Welche Rolle spielt denn oder welche Rolle spielen die Blogs und auch dein Podcast jetzt beim Thema Geld verdienen? Spielen die überhaupt eine Rolle? Also ich sage mal so, gehe ich jetzt auf die Blogs selber, gucke, was beim Bloggen rumkommt, was beim Podcasten rumkommt, dann kann man dafür von natürlich bei weitem nicht leben. Also es kommt ein bisschen was rein. Das ist aber jetzt so nicht mein primäres Ziel. Aber was eben ganz wichtig ist, ist fürs Eigenmarketing, dass man da eben so einen ganz guten Marketing-Mix hat. Und wie schon vorhin erzählt, bei mir war eben der Blog so, wo ich dann erst mit der Selbstständigkeit gemerkt habe, wow, das ist echt ein wichtiges Tool, weil die Leute kennen mich ja schon ein bisschen. Und ich mixe das Ganze dann eben, dass ich auch den Podcast habe, wo ich über digitales Marketing regelmäßig dann spreche. Das heißt, man hört mich über diese Themen sagen, man liest mich und es gibt dann auch noch den Newsletter zum Beispiel oder auch die sozialen Medien. Und das ist eigentlich so ein Marketing-Mix, das alles zusammen, der mich eigentlich ganz gut positioniert. Und ich glaube, es ist extrem wichtig. Und jeder, der sich selbstständig machen will im Online-Marketing oder so, der sollte auch auf diesen Tools zurückgreifen und sich möglichst breit aufstellen. Und ich glaube, auch wenn es kein Geld direkt abwirft oder sehr, sehr wenig, dann ist es doch unheimlich wichtig, dass man da gut aufgestellt ist und, wie so schön heißt, einfach sichtbar ist. Du hast insgesamt, glaube ich, 3 Blogs, danielschöberl.de, dann den rucksackträger.de und was du auch schon länger machst, ist I'm Digital. Das machst du aber nicht alleine, ne? Genau, also die ersten beiden Blogs sind beide .com, aber müssten auch über .de erreichbar sein. Ja. I'm Digital.de, den habe ich damals 2014 gegründet mit dem Julian Grantke aus Berlin, weil wir uns getroffen haben und wollten eigentlich ein Netzwerk mit digitalen Marketern erstellen. Und er war damals in Wiesbaden, ich war damals im Schwarzwald und haben gesagt, wir treffen uns zwischendurch in Mannheim, gehen einen Döner essen und sprechen da mal drüber. Okay. Und kamen dann irgendwie zum digitalen Nomadentum. Und dieses Netzwerk wurde dann schnell verworfen. Wir haben gesagt, wir machen einen Blog auf einem Digital über den Weg zum digitalen Nomaden. Und das war eigentlich so ein bisschen, wo ich immer dann sehr viele Beiträge eben zu dem Thema geschrieben habe, der Julian eben genauso. Und wo praktisch für mich dann auch ein bisschen Recherche und Lernen dabei war. Und wir haben dann so nach und nach gemerkt, wow, jetzt bin ich digitaler Nomade. Der Julian hat dann gemerkt, er will es eigentlich gar nicht unbedingt werden.
Und wir wollen das Ganze aber nicht im Sand verlaufen lassen, sondern machen jetzt aus einem Digital eben einen Blog über digitales Marketing hauptsächlich, beziehungsweise dann einen Schritt weiter, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt ein komplett neues Medium und haben dann eben den Podcast daraus gemacht, wo wir uns dann regelmäßig über Aktuelles aus dem digitalen Marketing unterhalten. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, da auch nochmal reinzuschnuppern. Aber genau, es sind verschiedene Blogs. Es sind manchmal vielleicht ein bisschen zu viele Projekte, die man dann alle stemmen kann. Ja. Aber da hängt dann oft das Herz dran und die Leidenschaft. Und ich sag mal eben für diese drei Blogs, da ist es dann eben auch nicht schwer, Content zu produzieren. Und Rucksackträger, was ist das für ein Blog? Das ist letztendlich ein Blog, den irgendwie jeder Digitalnomade hat, ein Reiseblog. Also eigentlich ganz, man hat den halt. Ich habe den auch schon ganz ewig. Also das ist eigentlich, den habe ich auch schon seit 10 Jahren. Der hieß früher allerdings noch anders und war noch auf einem anderen Server und einer anderen Domain. Aber das ist eigentlich so der längste Blog, der eigentlich meine Reisen seit meinem Backpacking-Start 2007 so ein bisschen nachverfolgt. Und da setze ich mich dann auch oft hin, wenn ich jetzt zum Beispiel in Chiang Mai war und ich bin jetzt vor kurzem so einen Monks Trail, heißt es, also so einen Mönchswanderweg gelaufen. Und da setze ich mich dann auch hin und schreibe darüber. Und das ist auch für mich die pure Entspannung. Und werde ich jetzt auch diesen Monat erstmals 5-stellige Nutzerzahlen und Besucherzahlen haben. Und ich sage mal so, für ein Projekt, das reiner Spaß ist oder so, ist das natürlich trotzdem sehr, sehr cool. Aber der Fokus liegt natürlich weiterhin ganz anders, also auf meinen Dienstleistungen, wo dann eben das Geld reinkommt, mit dem du auch eher planen kannst. Und ein Blog-Business aufzubauen oder über einen Podcast jetzt die Tausende von Euro zu machen, da braucht man erstens sehr viel Geduld und muss auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bleiben. Aber es ist natürlich auch nicht unmöglich, das muss man auch dazu sagen. Du bist ja in der Podcast-Szene auch ziemlich umtriebig. Du warst damals beim Sidepreneur öfter zu Gast. Du hast dann parallel noch einen anderen Marketing-Podcast, glaube ich, gemacht für ein paar Folgen. Und jetzt hast du den IM Digital-Podcast, ne? Genau, richtig, ja. Also das ist bei den beiden vorherigen war ich als Co-Host. Das heißt, da hatte ich mit dem Schneiden des Podcasts noch nichts zu tun. Diesmal bin ich derjenige, der die Episoden dann auch schneiden darf. Das kenne ich. Wahnsinniger Spaß natürlich ist. Aber es ist eben für mich auch wichtig, dass man eben immer wieder weiterlernt und sich auch ein bisschen breiter darstellt. Also du nennst ja auch in den Podcasts immer wieder den Begriff Humankapital. Genau. Und das ist einfach so extrem wichtig, dass man auch neue Sachen ausprobiert und da vertreten ist. Und ja, also wie gesagt, das ist auch als Selbstständiger gerade, was ich nur jedem empfehlen kann, Udemy-Kurse anschauen, Bücher lesen und einfach immer wieder up-to-date bleiben und da einfach ganz, ganz, ganz viel Humankapital aufzusaugen, ist extrem wichtig. Was waren denn so Beispiele für Kurse oder für Learnings, die du in den letzten 2 Jahren gemacht hast, die dich enorm nach vorne gebracht haben? Was mich enorm nach vorne gebracht hat, das heißt einfach, also auch ganz simpel, an sich zu glauben und so ein bisschen, auch jetzt, wenn man jetzt eben Fehler macht, dass das eben keine Fehler sind, sondern einfach neue Erfahrungen gewinnen und man geht durch Fehler. Und es gibt auch, ich hatte einen Satz gelesen, der war zwar nicht in einem Buch oder so, aber den finde ich immer wieder wunderschön, der heißt, you can't stop the waves, but you can learn how to surf. Also das heißt, du kannst die Wellen nicht stoppen, aber du kannst lernen, sie zu surfen. Und diesen Satz finde ich eigentlich so wichtig, weil der beschreibt die Selbstständigkeit sehr gut, weil es ganz einfach heißt, du hast so viele Hindernisse, aber letztendlich bin ich doch über jede drüber gesprungen, auch wenn ich am Anfang sehr gezweifelt habe. Also es geht irgendwie immer. Und ja, mir ist dann eben auch, was mir zum Beispiel auch kam, so hatte ich auch Bücher gelesen vom Alexander Hartmann zum Beispiel, wie man sein Unterbewusstsein ein bisschen beeinflussen kann. Auch was ich noch auf meiner To-Do-List habe, das hattest du mir empfohlen und ich habe es immer noch in meinem Warenkorb liegen, ist vom Gerd Kommer, das Buch über ETFs, was natürlich auch extrem wichtig ist oder dass ich auch in den Bereichen dann eben drinnen bleibe, also gerade immer wieder aufs Geld zurückkommen. Und da waren der Albert und du zum Beispiel mit euren Podcasts oder auch mit euren Blogbeiträgen oder auch mit den E-Books echt extrem wichtig, weil ich hätte nie was von ETFs gehört und sage jetzt auch mal nach 1,5 Jahren, sag ich mal, wow, cool, mein Tagesgeldkonto hätte das bei weitem nicht geschafft. Und das Geld ist da, glaube ich, schon ganz gut angelegt. Und wer weiß, wo das sonst irgendwie hingewandert wäre. Und wie gesagt, also man hat die verschiedensten Bereiche, wo man einfach vieles aufsaugen muss. Du hast jetzt eben auch nochmal Tagesgeld und auch deine unterschiedlichen Konten erwähnt. Es gibt ja diese sogenannte Profit-First-Methode, wo man sich zuerst bezahlt und dann die Kosten abzieht. Machst du das genauso? Also ich habe immer, ich hatte ja schon mal von diesen Töpfen da geredet, ja, genau, die ich habe. Und zwar habe ich so 5 Töpfe. Der erste ist
der langweiligste Topf, das sind die Steuerrücklagen. Und ich kann auch gerne sagen, was ich da immer so zurücklege. Das sind immer so Erfahrungswerte auch von mir, wo ich sage, wenn ich jetzt von einem Kunden bezahlt komme, beziehungsweise irgendwas reinkomme, dann lege ich 43% für die Steuern zurück. 43%? Ja, das ist eine ganze Menge, aber die sind auch bewusst aktuell so hoch, weil ich dann noch die Krankenversicherung zum Beispiel vom letzten Jahr, von meinem ersten Jahr nachzahlen muss, weil ich da wahrscheinlich nochmal hochgestuft werde. Also das begründet sich darin ein bisschen. Dann Altersvorsorge, also sprich mein Sparkonto, wo es meist in ETFs geht, da sind dann 11%, die ich dann sofort weglege. Alltag sind so 38%. Dann habe ich noch, vierter Spartopf ist Geschäftskonto, das sind 7%, wo dann Fixkosten kommen, wie zum Beispiel für Adobe Photoshop, meine Buchhaltungssoftware und Co. Und dann habe ich noch 1% übrig, das sind Spenden, wo ich dann jedes Jahr mal irgendwie sage, ach, das spende ich jetzt an irgendeine Wohltätigkeit. Das klingt vielleicht jetzt auch ein bisschen sehr romantisch, aber das ist schon mir ein sehr wichtiger Punkt und es macht mich irgendwie auch unheimlich glücklich, wenn man da zwischendurch, auch wenn es dann nur ein kleiner Betrag ist, vielleicht auch ein bisschen was abgeht. Denn was ich so auf meinen Reisen merke, ist, dass es uns gerade aus Deutschland so extrem gut geht und wir so viel jammern und wir so wahnsinnig gut abgesichert sind, auch in den meisten Bereichen und auch was Visum betrifft, wo wir nie Probleme oder ganz wenig Probleme haben. Und ich glaube, da ist es auch mal manchmal an der Zeit, dass man sagt, jetzt gibt man auch mal irgendwie an ärmere Länder ein bisschen was ab, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist, wie gesagt. Das ist eine schöne Aussage. Da stimme ich dir auch wirklich zu. 11% ist aber auch relativ wenig, ne, für Altersvorsorge. Das stimmt, ja. Das stimmt. Probiere ich auch immer, das auf jeden Fall hochzumachen. Das ist auch mein Ziel. Ich habe mir jetzt letzte Woche auch zum Anfang des Jahres ein bisschen, ich schreibe mir da immer Ziele auf, auch finanzielle Ziele und Co. Und da ist es auf jeden Fall, dass ich da noch nach oben gehe. Oder ich muss doch noch auf die Kryptowährung umschwenken. Ich hoffe nicht, weil das ist ja keine Geldanlage. Das ist in meinen Augen wirklich das nur Zockerei. Richtig, ja. Das ist Zocker. Ja. Aber ein Bereich, der bei digitalen Nomaden extrem viel diskutiert wird. Das muss man auch sagen. Ja, aber ich finde es ganz extrem erschreckend, weil viele von den Leuten haben überhaupt keine Ahnung von Geldanlage und wie sie für sich selber einen Cashflow aufbauen. Und dann erzählen sie halt immer von Kryptowährung und wie toll das ist und wie schnell man da Geld verdienen kann. Ja, aber das kann innerhalb eines Tages wieder weg sein. Keiner weiß, was in 10 Jahren ist. Und auch die Leute, die dann ihr Wissen verkaufen, das ist natürlich jetzt auch für 1, 2, 3 Jahre vielleicht wirklich lukrativ. Und danach weiß aber auch nicht, was dann kommt. Das ist richtig. Ich glaube, du hast das Thema auch schon öfter im Podcast angesprochen, wie du dazu stehst. Und ich sehe das da auch ähnlich, auch wenn ich einen kleinen Betrag zum ich sag mal so, zum Gamblen auch mal drin habe, um einfach so ein bisschen auch die Blockchain-Thematik zu verstehen und so. Aber das ist auch wirklich auch ein geringer Betrag und ich sehe da jetzt auch nicht groß die Zukunft, um zu sagen, Altersvorsorge mache ich in Kryptowährung. Also soll man, glaube ich, die Finger von lassen. Ja, aber ich finde, so kleine Summen, das kann man immer machen. Mache ich ja mit den P2P-Krediten auch. Aber man muss sich immer bewusst sein, wenn das Geld halt weg ist, dann ist es weg. Und wenn ich da 10.000 Euro drin habe, dann tut das halt schon mehr weh, als wenn ich nur 1.000 oder nur 500 oder nur 100 drin habe. Absolut, ja, absolut. Ja. Du hast jetzt schon einige spannende Reiseziele erwähnt, also Bali, Thailand, Marokko hast du auch noch erwähnt. In welche Länder hat es sich denn noch verschlagen als digitaler Nomade? Also es waren jetzt in den knapp letzten beiden Jahren 14 Länder. Jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere denken, was, der ist digitaler Nomade in nur 14 Länder. Ist aber, ich reise relativ langsam. Also das ist auch ganz wichtig, dass man eben auch seine Arbeit hinbekommt. Denn wenn ich jetzt alle 2 Wochen irgendwie meinen Ort wechsle, bis ich mich wieder zurechtgefunden habe, dann komme ich meiner Arbeit nicht nach. Und deswegen immer so einen Monat versuche ich schon mindestens an einem Ort zu sein. Und Thailand hast du schon angesprochen, Bali war ich auch, Malaysia auch sehr spannend. Was mich wahnsinnig fasziniert hat, ist Singapur. Also da kann man auch wenn in vielen Reiseführern steht, nur kurzer Zwischenstopp, aber ich glaube, wenn man da mal eine Woche ist, das ist schon sehr, sehr faszinierend, also komplett andere Welt. Malta fand ich super genial, das Zockerparadies, wo die ganzen Pokerfirmen ihren Sitz haben, also auch super schön. Lettland, und da bin ich auch im Überlegen, nochmal das Baltikum so ein bisschen länger kennenzulernen. Du warst ja auch in Vilnius und warst da, glaube ich, auch recht begeistert von. In Tallinn war ich. In Tallinn warst du, genau. Und da geht ja auch für digitale Nomaden oder generell Selbstständige, da ist ja eine Wahnsinnsszene, was sie da aufbauen. Und dann war ich noch in Polen, Ungarn, Finnland, Schweden, Norwegen, auch wunderschön, Italien, Österreich und wie gesagt Marokko dann auch nochmal 5, 6 Wochen, wo es auch einen super schönen Ort gibt, Taghazout.
ein Surferort bzw. Fischerort, in dem man extrem gut entspannen kann. Und jetzt eine Deutsche, die hat da einen Co-Living Space gegründet, wo man dann eben sagen kann, man lebt da mit 12, 13 anderen digitalen Nomaden, Selbstständigen oder teils auch Angestellten, die dann einfach von entfernt arbeiten und hat da beste Bedingungen zum Arbeiten und zum Runterkommen und eine super, wie es so schön heißt, Work-Life-Balance. Ja, also Marokko, dieses Tagazout, das höre ich auch immer wieder, wie toll das da ist. Ich sehe ja auch viele Fotos, unter anderem von dir. Und ich glaube, Markus Meurer ist da auch öfter. Und genau. Ja, was das Baltikum angeht, super spannend. Also ich fliege dieses Jahr wieder hin. Diesmal kommen Riga und Tallinn dran. Aber also Tallinn ist super. Und in Riga warst du ja auch, hast auch tolle Artikel drüber geschrieben. Und da will ich auch unbedingt dieses Jahr noch hin. Ja, ist auch ganz lustig. Also wo ich zum Beispiel in Riga war, in Lettland, da gibt es Jurmala, das ist ein paar Kilometer entfernt, nördlich. Mhm. Und da habe ich eigentlich den schönsten Strand gesehen, den ich, glaube ich, bisher gesehen habe. Also da können Bali, Thailand und Co. irgendwie nicht mithalten. Da hattest du halt plötzlich in Lettland einen 30 Kilometer Sand mit Strand mit Quarzsand. Also wirklich schon sehr beeindruckend. Natürlich sind da die Temperaturen ein bisschen anders, um ins Wasser zu gehen. Aber geht auch. Aber wen das Ganze interessiert, von wem man, wo man ganz gut arbeiten kann, es gibt diese Seite nomadlist.com und die wird teilweise auch von digitalen Nomaden gepflegt. Und da kann man immer ganz gut sehen, wie sind die Lebenshaltungskosten, wie ist das Internet dort und alle möglichen, ganz viele Kriterien. Und das ist eine sehr, sehr spannende Sache und ein ganz guter Überblick. Nomadlist heißt das. Genau, Nomadlist. Jetzt hast du das schon eben erwähnt. Also wenn du unterwegs bist, musst du natürlich auch viele Unterkünfte buchen. Wie gehst du da vor? Hast du da so ein paar Tipps oder gibt es auch Listen, wo man dann gucken kann? Da ist mit Listen immer ein bisschen schwer. Also ich habe, wenn ich jetzt Unterkünfte buche, eigentlich eher ganz klassisch, dass ich sage, oder was heißt klassisch, aber bei Airbnb schau und auch Booking.com. Bei Booking.com hast du einfach den Vorteil, dass du da relativ zeitnah noch stornieren kannst im Notfall, was jetzt natürlich für den Hotelbetreiber dann nicht so schön ist, aber für dich teilweise ganz gut. Und wenn du öfter bei Booking.com auch buchst, dann gibt es irgendwann Rabatte. Das heißt, bei manchen Hotels oder Unterkünften habe ich dann halt doch mal 10% Rabatt oder manchmal auch mehr, manchmal auch weniger. Das ist dann ganz gut, aber richtige Schnäppchen oder richtige coole Unterkünfte findet man eigentlich nur in verschiedenen digitalen Nomadengruppen in Facebook, wenn man eben die Leute, die gerade vor Ort sind, einfach nach Geheimtipps fragt. Denn die richtig coolen neuen Apartments und die günstigen Apartments, die haben meistens noch keine eigene Webseite und sind auch nicht bei Booking und Airbnb gelistet. Und die findet man dann oft vor Ort oder indem man einfach so ein bisschen in den verschiedenen Gruppen recherchiert. Und genau, und sonst, was man natürlich auch machen kann, das kenne ich noch von meiner ehemaligen Agentur, da wo ich gearbeitet habe im Tourismus. Wer es jetzt auf anlegen will, der kann natürlich auch sagen, ich gucke bei Booking.com, schaue ich mir einfach an, welche Hotels haben noch Zimmer. Und wenn ich dann vor Ort bin, gehe ich zu dem Hotel und handle dann eben mit denen einen Deal aus, um zu sagen, hier, ihr spart euch die Provision bei Booking.com. Wenn ihr mir das Zimmer ein bisschen günstiger gebt, dann buche ich direkt bei euch. Sowas kann man natürlich auch machen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen penetrant. Aber solche Möglichkeiten gibt es auch. Und sonst, wenn ich reisen bin, was jetzt auch die Flüge betrifft und Co. Ich reise seit einem Jahr mit Handgepäck nur noch. Mit Handgepäck? Das ist sehr spannend. Ich habe auch meine erste Reise mit Handgepäck, die war ein bisschen doof geplant, weil ich erst nach Malta geflogen bin. Das heißt, da kannst du natürlich schön mit Sommeroutfit und so hin. Passt auch nur, das Problem war, dass ich dann direkt von Malta nach Lettland geflogen bin, wo es dann noch geschneit hatte. Und das war natürlich ein bisschen blöd. Das heißt, ich stand dann in Malta mit einer fetten Daunenjacke am Flughafen und da haben mich die Leute etwas komisch angeschaut. Aber sonst, wenn du nach Thailand fliegst, wenn du Bali und Co., reicht Handgepäck super gut aus. Man muss dann natürlich auch wieder ziemlich minimalistisch sein. Aber so von Gepäck, also man braucht nicht wahnsinnig viel von seiner Hardware und von Kleidern und das ist wunderbar. Und die langen Sachen, die ich jetzt zum Beispiel auch für Chiang Mai gebraucht habe, die habe ich am Flughafen an, aber letztendlich brauche ich die vor Ort eigentlich kaum noch. Und deswegen geht es ganz gut. Und da spart man oft auch noch 100-200 Euro pro Flug, also vor allem bei langen Flügen. Und das Schöne ist eben, sobald gelandet ist, du musst dann nicht irgendwie am Gepäckband noch stehen und warten, sondern läufst durch, hast die ersten Taxis und bist dann eigentlich relativ schnell raus. Also hat da schon auch seine Vorteile. Hast du jetzt einen kleinen Koffer oder einen Rucksack? Ich habe einen Rucksack, der ist auch, darf ich die Marke sagen? Ja, na klar. Das ist der Osprey Farpoint 40. Aha. Heißt der, ein ganz cooler Rucksack, da ist dann auch ein Laptopfach dabei, da ist noch ein Fach für den E-Reader dabei, wo man seine Stromkabel und so alles unterbekommt und dann auch noch Platz
hat für die Klamotten. Und bei den Kleidern ist halt auch noch so ein kleiner Tipp, das sind ganz gut, wenn man in den Supermarkt geht und holt sich so Zipbeutel, rollt seine Kleider und vakuumiert die dann sozusagen. Und da ist es wirklich erstaunlich, wie viel man dann zusammenbekommt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an einen neuen Ort ankomme, dann ist eigentlich das Erste, was ich mache, ich gehe zum Supermarkt und hole mir dann eben Deo, Duschsachen und alles mögliche, eben das, was ich so an sonst in meinem Kulturbeutel hätte und dann aber jetzt vor Ort hole, weil ich dann nochmal da ein bisschen Platz spare. Aber das funktioniert wunderbar und ich sage mal so, wenn man was vergessen hat, T-Shirts, Pullis und Co., die kriegt man auch im Notfall überall noch vor Ort. Und wie machst du das mit dem Waschen? Hast du da in deinen Unterkünften dann Waschmaschinen oder gehst du in ein Waschcenter? Genau, also in Thailand zum Beispiel oder auf Bali ist es so, da gibt es ganz viele Laundries, sprich du gibst deine Sachen ab, hast sie dann am nächsten Tag auch oft wieder zurück oder jetzt, wo ich hier in dieser Unterkunft im Apartment in Chiang Mai bin, ist es so, da habe ich Waschmaschine dabei, die gehört zum Haus, da schmeißt man dann 20 Baht rein, das sind 50 Cent ungefähr, umgerechnet und hat dann im Prinzip gewaschen und da ich einen Balkon habe, kann ich das dann wunderbar aufhängen und bei der Temperatur ist es in 2 Stunden fast schon fertig und das ist dann schon sehr praktisch. Ja, das ist ja super. Ganz genau, also die sind schon gezielt, das merkt man schon in so Ländern wie Thailand oder Indonesien, also jetzt Bali speziell, die auch auf Backpacker ausgerichtet sind, die dann eben oft waschen müssen. Du hast an jeder Ecke, hast du eine Laundry oder dann eben auch so kleine Waschmaschinencenter und das klappt wunderbar. Wo du Bali gerade nochmal ansprichst, da habe ich gehört, das ist völlig übervölkert praktisch mit digitalen Nomaden. Das heißt, es ist total angesagt, so Ubud, wo du auch warst, ne? Ja, genau. Also ich war 2 Monate auf Bali, hatte natürlich auch große Erwartungen, ist auch eine super schöne Insel, aber es sind halt gerade so die Hotspots Ubud und Canggu, die schon extrem überfüllt sind. Also sie sind hochfrequentiert, du hast da wirklich viele digitale Nomaden und wenn du jetzt als normaler Urlauber, ich sag mal vor allem in Canggu oder Ubud, in aller Ruhe einen Kaffee trinken willst, dann kann schon gut sein, dass du fast genervt bist, wenn nebendran die Leute sitzen. Alle in ihren Laptop hacken. Also da merkst du schon, da ist schon einiges los und da auch einige Coworking Spaces, die da mittlerweile entstehen. Wunderschön, absolut empfehlenswert, aber Bali ist da schon ziemlich hochfrequentiert, kann man sagen. Ja, ich kann mich noch an Telefonate oder ein Mastermind-Gespräch erinnern, wo du, glaube ich, nachts um 2 oder 3 da in diesem einen Coworking Space gesessen hast und hinter dir die Putzfrau geputzt hat. Stimmt, und einmal sind irgendwie die Affen durchs Dach und einmal bin ich sogar das einzige Mal bei unserer Mastermind-Session, wo ich nicht dabei war, weil ich irgendwie eingeschlafen bin, weil ich es nicht bis 2 Uhr nachts durchgehalten habe. Ja, das ist dann schon eine Herausforderung. Genau, das war auch die Zeit, wo Fußball-Europameisterschaft war und da gab es die Deutschlandspiele teilweise um 3 Uhr nachts, das war dann auch schon immer so hart, aber irgendwie geht es dann immer, ja. Was sind denn so Utensilien, die du unbedingt dabei haben musst, wenn du jetzt unterwegs bist? Das ist also das A und O ist natürlich das MacBook. Das habe ich immer dabei und da wäre es, glaube ich, auch mit am schlimmsten neben der Kreditkarte, wenn ich das mal irgendwann verlieren würde. Dann habe ich, was ich mir dann auch nach den ersten Monaten gegönnt habe, ist eine externe Tastatur und eine externe Maus, also normale Maus und die gepaart mit einem portablen Laptop-Ständer. Also den ich einklappen kann, mittragen, das ist einfach Gold wert, weil du bist oft in Cafés, wo der Tisch mal zu niedrig ist, wo du keine Lehne am Stuhl hast und so und mit diesem Laptop-Ständer, der externen Tastatur und Co., da gewährleistest du einfach, dass du halt wirklich doch relativ gut sitzt und das ist einfach für mich extrem wichtig oder dass ich auch mal im Stehen arbeiten kann. Dann mein Podcast-Mikro, was ich in regelmäßigem Abstand vergesse, diesmal habe ich sogar dabei, ein E-Reader, obwohl ich eigentlich großer Verfechter von normalen Büchern noch bin und lieber normale Bücher lese, aber der E-Reader ist dann doch handlicher, man hat sich mal schnell ein Buch draufgeladen. Natürlich Smartphone, Kopfhörer und jetzt vielleicht nicht direkt zum Arbeiten, aber was für mich auch immer im Rucksack sein muss, ist ein Fitnessband, weil wenn ich den ganzen Tag sitze und vorm Computer, da merkt man immer, wie mir der Körper so ein bisschen einfällt und dass man doch jeden Tag mal so 10 Minuten mindestens Übungen macht und sich da ein bisschen den Rücken doch schont und alles Mögliche. Aber das sind so die Sachen und die passen in meine Vordertasche alle rein und dann noch Kleider und dann hat sich das eigentlich fast schon alles. Also sehr minimalistisch, aber es funktioniert. Okay. Ja, da waren da tatsächlich noch ein paar Tipps dabei, die ich so auch noch nicht kannte, weil ich jetzt zum Beispiel mein MacBook immer ohne externe Sachen nehme, aber ich arbeite ja meistens zu Hause und da kann ich den Laptop auf den Schoß packen. Genau, also ich fand es auch ganz lustig, ich war heute auch mit einem anderen bekannten digitalen Nomaden in einem Café arbeiten und dann kamen 2 ältere Damen aus den USA und haben gesagt, ah, was ist denn das, was ist denn das?
Und dann habe ich gesagt, das ist ein Laptop-Ständer, da stellt man seinen Laptop drauf. Und dann sie, oh, das brauche ich auch, wo gibt's das denn? Also waren wahnsinnig begeistert. Und ich habe auch gedacht, weil die eine dann angefangen hat, also sie war, ich schätze mal, Anfang 70, Ja. und hat gemeint, sie möchte da auch ihr MacBook Air draufstellen. Und fand ich dann auch ganz lustig und haben sich das dann sofort gemerkt. Und ich glaube, ja, das sind die nächsten Käufer des Laptop-Ständers. Aber das sind so die kleinen Sachen, die dann einfach, wenn du unterwegs bist, einfach auch Gold wert sein können. Ja. Gut, dann würde ich sagen, habe ich noch eine Frage, bevor wir zum Merchable kommen, nämlich, was sind denn jetzt so die Ziele, die du dir für die nähere Zukunft vorgenommen hast? Das ist eine gute Frage, aber wie ich schon erwähnt habe, ich mache mir ein paar Anfang des Jahres oder Ende eines Jahres, gucke ich schon, dass ich so berufliche und persönliche Ziele mir auch aufschreibe. Also das heißt auch gewisse Umsatzziele, die ich jetzt nicht unbedingt nennen möchte, aber das ist einfach auch ein Punkt, wo ich dann einfach nach einem Vierteljahr sehe oder nach einem halben Jahr, oh, ich muss noch was tun oder ich bin gut in der Zeit. Aber für mich ist es natürlich wichtig, Plus One Like, also meine Marke, wo ich digitales Sportmarketing betreibe, das möchte ich gerne weiter ausbauen. Und ich arbeite auch mit mehreren Freelancern zusammen und dass das einfach noch ein bisschen gefestigt wird. Und auch jetzt, wenn ich sage, ich habe nach einem Jahr keine Lust mehr zu reisen, dass ich dann eben sage, ich mache da in Deutschland, mache ich das vielleicht noch ein bisschen größer. Und wer weiß, was sich daraus entwickelt. Vielleicht entwickelt sich eine kleine Agentur oder so. Das wäre was, was ich mir gut vorstellen könnte. Und da würde ich auf jeden Fall den Weg ja ein bisschen hingehen wollen, das definitiv, dass ich da noch mehr für mache und dann, dass ich meine eigenen Projekte noch ein bisschen pushen. Und ich habe eigentlich schon länger so das Ziel, dass ich mein eigenes Produkt in der Sportbranche finde, also irgendwie ein eigenes Sportprodukt oder so, das ich vielleicht vermarkte. Da habe ich zwar ein paar Ideen, da ist nichts Spruchreifes oder so, aber gerade wenn man viel auf Reisen ist, dann kriegt man unheimlich viele Eindrücke von Sachen, die wir vielleicht in Deutschland noch nicht nutzen. Und ab und an habe ich dann mein Ideenbüchlein, das ich immer dabei habe, mein Notizbuch und schreibe dann irgendwelche Sachen auf. Da stehen ganz komische Sachen drauf. Aber sowas wäre natürlich schön, ein eigenes Produkt vielleicht mal zu haben. Und finanziell auch, wie ich schon erwähnt hatte, die Sparquote, die sollte noch ein bisschen höher sein. Ich will mich auch mal ein bisschen an den Aktienmarkt da zum Beispiel rantrauen. Aber das ist einfach, da muss ich mich einfach noch komplett einlesen alles. Da bin ich noch relativ planlos und will dann nicht irgendwo investieren, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, aber das finde ich sehr, sehr spannend. Und sonst, was das Reisen selber betrifft, habe ich mir jetzt vorgenommen, ein Jahr mache ich es noch und dann könnte gut sein, dass ich wieder sesshaft werde, aber du lachst schon, weil ich glaube, das habe ich auch vor einem halben Jahr schon gesagt. Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber ich meine, so spannend das alles ist, irgendwann will man doch ankommen, ne? Genau, also ich merke so, wenn ich länger unterwegs bin, dann würde ich mich schon mehr freuen, wenn ich jetzt sage, ich hätte jetzt meine eigene Wohnung zu Hause. Hab da mein Sofa, hab da einen Fernseher, also ganz, ganz normale Sachen irgendwie. Oder wo du halt auch jetzt sagst, zum Beispiel das Thema Beziehung. Das ist halt einfach extrem schwer, wenn man nur auf Reisen ist, kann man da wirklich nicht viel, viel aufbauen, weil man dann einfach nur so in einer Smalltalk-Gesellschaft unterwegs ist, wenn man so sagen will. Und klar, also für einen gewissen Zeitraum ist das ein absoluter Traum, super. Aber ich weiß auch, dass der Weg wieder so langsam nach Hause geht. Und es kann gut sein, dass ich den Weg so langsam einschlage, um das so ein bisschen vorzubereiten. Also auch mit Plus One Like das weiter ausbauen und dass sich daraus mehr entwickelt. Und ja, dann schauen wir mal. Sehr schön. Dann lass uns zum Wortshuffle kommen. Ich habe ein paar Begriffe ausgewählt. Bin mal gespannt, was dir dazu einfällt. Beginnen möchte ich mit Bayern München. Oh, mein Lieblingsverein. Und ich muss mich immer wieder für rechtfertigen, warum ich dann so ein Erfolgsfan bin, was mich so unheimlich nervt. Ja. Aber ich bin mit 6 Jahren bin ich in die Schule gekommen, habe von meinem Onkel ein Bayern-Trikot bekommen. Ich hatte das einen Tag an und dann kannst du eben nicht mehr sagen, du bist jetzt irgendwie Fan vom Club von Nürnberg, Ja. wo ich eigentlich regional eher hingehöre. Aber das hat sich dann gegessen und seitdem bin ich Bayern-Fan. Ja, und wie ich lese, auch immer eifrig dabei. Oh ja, das auf jeden Fall. Was meine Twitter-Timeline manchmal sicherlich nicht ganz so toll findet auch. Ja, gerade bei Twitter fällt mir das immer auf. Kommen wir zum nächsten. Das ist Nordeuropa. Finde ich wahnsinnig spannend. Ich war jetzt das erste Mal in Skandinavien im letzten Jahr unterwegs und war wahnsinnig begeistert von Finnland, von Norwegen und von Schweden. Also ich habe damals mit meinem Vater habe ich eine 2-wöchige Tour gemacht mit dem Auto, 6000 Kilometer in 2 Wochen. Also war extrem intensiv, aber da konnte man schon relativ viel gut sehen und da werde ich noch mal längere Zeit sein und von da aus kann man vor allem als digitaler Nomade extrem gut arbeiten. Da zum Beispiel in Finnland, man ist im tiefsten Lappland, hat aber 4G und bestes Internet überall. Wahnsinn, super. Auch das Baltikum, da will ich gern mehr entdecken. Also das hat extrem seinen Reiz, der Norden. Ja, ist aber schlimm, dass wir in so einem Entwicklungsland leben, was Internet angeht, ne?
Ja, ich fand das auch, als wir dann von dieser Autotour so zurückkamen, durch Dänemark gefahren sind und dann vor Flensburg über die Grenze und plötzlich hat man wieder Edge und wollte E-Mails stellen. Da habe ich gesagt, juhu, wir kommen näher, zu Hause. Ja, aber da muss die Regierung echt nochmal was machen, weil auch in Estland, ich musste ja dankenswerterweise mit einem Taxi durch zwei Länder, weil wir den Flug verpasst hatten. Ach, stimmt, Und ja. ja, und dann fährst du da mitten durch die Botanik, siehst da Tiere und hast aber die ganze Zeit Internet gehabt, ne? Also in Deutschland auf der Autobahn habe ich das nicht oder im Zug. Ja, ich kenne das auch. Ich war letztes Jahr auch eine Tour gemacht. Da war ich erst in Berlin und dann bin ich nach Warschau mit dem Zug gefahren. Ja. Und bis Frankfurt oder wollte ich halt, ich arbeite immer ganz gerne im Zug dann auch unterwegs. Und Ja. dann musste ich alle meine Sachen in Evernote schreiben und so, weil das Internet so schlecht war. Und plötzlich polnische Grenze, mitten durch den Wald in so einem uralten Zug fahre ich und ich hatte die Möglichkeit sogar zu skypen. Also verrückt. Irgendwie geht es ja doch. Das stimmt. Kommen wir zum nächsten, das ist Mastermind-Gruppe. Auch sehr, sehr wichtig, also für mich gerade am Anfang, wir sind ja eine kleine, beschauliche Gruppe von 3 Leuten, Ja. machen das jetzt auch schon Zwei Jahre. anderthalb Na, zwei Jahre Jahre schon. oder 2 Jahre, Wahnsinn. Und habe eben auch gerade zum Anfang hilfreiche Tipps, also Gold wert, ich kriege ja dann von euch auch immer gesagt, passt das oder passt das nicht. Und was mir zum Beispiel auch, um ein Beispiel zu nennen, war vor allem Stundenlohnplan. Ja. Da habe ich ja voll falsch angesetzt und da habt ihr beiden mir ja dann irgendwie fast schon die Hölle heiß gemacht und gesagt, nee, du kannst das nicht so machen und nicht. Und für sowas ist man unheimlich dankbar. Das ist nur ein Beispiel. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sagt, man hat eine kleine Gruppe von Leuten, denen man sich immer mehr anvertraut und mit seinen beruflichen Sachen öffnet und sich da einfach austauscht und nicht alles in sich hineinfrisst und dann eventuell die falschen Entscheidungen trifft. Also Mastermind-Gruppe kann ich jedem empfehlen, super Sache. Was ich besonders interessant finde, ist einfach, wenn man gerade dann über einen längeren Zeitraum sich dann auch monatlich austauscht, wie sich die einzelnen Leute in der Gruppe dann auch weiterentwickeln, ne? Und bei Ja, uns ja, ja. dreien hat man ja auch extrem gesehen, dass da eine Weiterentwicklung stattfindet. Ja, ich glaube auch, wir hatten letztes Jahr hatten wir dann mal ein Gespräch im Herbst oder so, wo wir dann irgendwie auch so zu der Zusammenfassung kamen, wo wir gemeint haben, ja, eigentlich hat sich das ja jetzt, seitdem wir die Mastermind-Gruppe haben, für jeden doch relativ gut oder ziemlich gut entwickelt, obwohl es ja teilweise echt drüber und drunter ging bei den Projekten von jedem Einzelnen teilweise. Aber ja, schöne Beobachtung, definitiv Gold Genau. wert. Dann kommen wir zum nächsten. Das ist mein Standardbegriff Rockmusik. Finde ich verwundernswert, dass wir nie wahnsinnig groß drüber geredet haben, aber für mich auch sehr, sehr wichtig. Okay. Also ich bin, seitdem ich 15, 16 bin, auch immer in der Punkrock-Szene so ein bisschen unterwegs, also nicht jetzt als Punker, aber sehr viel auf Konzerten gewesen von damals Millen Collin, Satanic Surfers, Boys That Fire, Rise Against, also nicht ganz so krass wie du, aber es ist immer ein wichtiger Teil von mir gewesen, auch weil ich immer Handball gespielt habe und vorm Spiel dann immer ein bestimmtes Lied hatte von Death by Stereo Unstoppable, was ziemlich ordentlich ist, aber was dann einen zum Beispiel auch ziemlich heiß macht. Und ich höre auch mittlerweile immer noch wahnsinnig gern Rockmusik, vor allem auch Punkrock, obwohl ich immer noch bei den alten Bands geblieben bin und da irgendwie nicht so ganz viel Neues ranlassen will, was auch ein bisschen komisch ist. Man wird halt älter. Das kenne ich, Daniel, Aber das kenne ich. wichtig, ja. Das beruhigt. Zum Glück gibt es ja diese ganzen Rockbands irgendwie über Jahrzehnte immer. Das ist ja das Schöne. Ja, das Problem ist jetzt, diesen Switch zu bekommen. Also die ganzen Bands sterben ja leider Gottes dann so langsam aus. Also von Motorhead, die Urbesetzung ist ja leider Gottes schon komplett verstorben jetzt. Seit 2 Wochen, glaube Das ich. stimmt. Und so geht es halt mit allen. Ob das nun Iron Maiden ist, Judas Priest, Saxon, alle, die dazugehören. Die werden halt immer älter und irgendwann muss dann eine neue Generation ranwachsen, auch um die Festivals dann zu füllen, ne? Das absolut. Also man merkt ja auch jetzt, also ich bin auch sehr gerne auf Festivals unterwegs, einfach um abzuschalten. Und du siehst dann auch bei den Bands, die Jungs kommen halt auch ein bisschen ins Alter. Und ich glaube, jetzt für die jüngere Generation, wenn die dann jemand sehen, auch von The Offspring, habe ich vor ein paar Jahren mal gesehen, da ist plötzlich einer, dem fallen die Haare aus, der hat einen Bierbauch, das ist der Sänger, was so irgendwie der Held der Jugend war. Und wahrscheinlich die Jungen, die denken sich, was sind das denn für Leute? Also klar, da muss irgendwann ein Generationswechsel, aber ist auf jeden Fall immer lustig. Genau. Das nächste, das ist das Lieblingsbuch. Das Lieblingsbuch hat jetzt mit Weiterentwicklung und so gar nicht viel zu tun, aber ist The Beach von Alex Garland. Das heißt, das habe ich damals gelesen, auch durch den Film The Beach mit Leonardo DiCaprio. Das hat mich so dermaßen gefesselt, weswegen 2007 auch meine erste Backpacking-Tour
nach Thailand ging, obwohl ich dann damals gar nicht direkt zu Maya Bay, diesem Beach, gegangen bin. Aber habe ich auch das einzige Buch, das ich mehr als einmal gelesen habe. Und den Film habe ich ja einige Male, also mindestens 10 Mal geschaut. Weiß ich nicht. Deswegen bin ich, glaube ich, auch immer mal wieder in Thailand, weil mich das so fasziniert und gefesselt hat. Ich glaube, das Buch sollte ich mir auch nochmal besorgen. Ich werfe jetzt auch nochmal ein Buch rein. Vielleicht interessiert dich das ja auch. Das ist nämlich auch eine Buchempfehlung gewesen von einem Podcast-Gast von 2016. Und zwar Das Gleichgewicht der Welt. Und das ist so ein indischer Roman. Also der hat mich auch echt gefesselt. Ein grandioses Buch. Und ich lese jetzt gerade ein anderes von dem Autor. Das kann ich auch nur empfehlen. Weil Indien ist ja auch was komplett anderes und komplett anders auch als Thailand. Das glaube ich, ja. Was ich auch auf meiner Liste habe und immer wieder höre, ist Der Alchemist. Also ich habe es noch nie gelesen, aber das ist anscheinend auch ein sehr, sehr gutes Buch, wie man mit Werten und auch mit Geld umgeht. Und das habe ich auch auf meiner Liste, also mehrfach empfohlen bekommen. Okay. Aber dein Buch werde ich mir auch mal anschauen. Ja, kann ich nur empfehlen. Ist zwar auch teilweise sehr hart, aber ist eine super Geschichte. Das ist gut. Ja, du hast eben den Begriff quasi schon angesprochen. Das ist Konsum. Wichtiger Begriff, aber wichtig auch dahingehend, dass ich den Konsum extrem runtergefahren habe. Also ich weiß nicht, mir sind jetzt auch dadurch, dass ich digitaler Nomade bin, rumreise, sehr minimalistisch bin, sind mir eigentlich so Statussymbole sehr, sehr unwichtig geworden. Wenn man vorher vielleicht gedacht hat, man drückt jetzt seine Stellung im Arbeitsleben dadurch aus, dass man ein schickes Auto fährt oder so, ist es mittlerweile auch so durch die Reisen, dass das eigentlich relativ egal ist. Denn die Leute, die eigentlich so am wenigsten haben, die sind am glücklichsten. Also das habe ich schon gemerkt. Ich war auch eine Zeit lang in Südafrika, habe da in Townships gearbeitet. Da hatten die Leute teilweise nichts. Die hatten auch noch große Probleme mit HIV und AIDS. Mhm. Aber die waren immer wahnsinnig glücklich. Und das war so ein Fußballprojekt. Und immer wenn ich diesen Fußball in der Hand gehalten habe, da habe ich so strahlende Augen gesehen. Und das war einfach Wahnsinn. Ich glaube, Konsum verdirbt ein bisschen. Beziehungsweise sagt man ja auch, wenn man jetzt was Neues, Großes kauft, dann ist man irgendwie nur die ersten Stunden oder ersten Tage wirklich glücklich. Und dann schwappt das Ganze eigentlich eher über, dass es dann eher fast schon ein Unglück ist. Oder ja, ist, glaube ich, ein schwerer Begriff, aber ich glaube, je weniger man hat, desto glücklicher ist man manchmal. Würde ich jetzt vielleicht mal so sagen. Obwohl natürlich gewisse Sachen einfach wichtig sind für den Standard, das definitiv. Und da zucke ich auch nicht vor zurück. Also ich gucke schon auch, dass ich einen guten Computer habe und alles, und das ist mir extrem wichtig. Aber manche Sachen, da überlege ich mittlerweile 2-3 Mal, ob ich es wirklich brauche. Ja, ich wollte gerade fragen, weil MacBook ist ja jetzt auch schon gefallen, und das lohnt sich aber da ein bisschen mehr zu investieren, weil dann musst du nicht ständig was Neues holen, und so eine Windows-Krücke, die ist ja sofort kaputt. Das stimmt. Also ich war nie Apple-Fan, aber ich habe dann doch in dieses MacBook Air investiert oder habe auch diese ultra teure externe Tastatur, die 120 Euro kostet, was jetzt natürlich nicht ganz wenig ist. Ja. Aber sowas ist Gold wert. Und für sowas gebe ich natürlich gerne Geld aus, weil ich jeden Tag damit arbeite. Aber ich sage mal, den Konsum, die Sachen, die ich wirklich brauche, da investiere ich gerne mehr. Aber ich überlege, was brauche ich nicht oder was brauche ich und was brauche ich nicht. Und diese Frage ist einfach so wichtig, ob man es wirklich zum Leben braucht. Ja, aber das ist eine Frage, die sollten sich viel, viel mehr Leute stellen. Also ich erlebe das in meinem Umfeld eben auch, da wird dann das Geld verprasst bis zum geht nicht mehr. Und dann regen sich alle auf, sie haben kein Geld. Ja, aber ich meine, man kann sich ja trotzdem auch einschränken, ohne dass man jetzt auf alles verzichten muss. Das mache ich ja auch nicht. Ja, ganz genau. Also das stimmt. Also bei mir ist es zum Beispiel auch, wenn ich jetzt mal mit Freunden nehmen wir jetzt Musikfestival nochmal, da sage ich jetzt auch nicht, da drehe ich jetzt jeden Euro 2-3 Mal um oder so. Da sage ich dann auch, komm, jetzt ist mal ein Wochenende egal, oder ich gehe jetzt in ein paar Wochen, wenn ich zurück bin aus Südostasien, gehe ich mit Freunden Skifahren. Das machen wir einmal im Jahr. Und wenn du da abends weg bist, da ist das auch mal wurscht oder so. Das muss dann auch sein, das gehört dann auch dazu. Aber sonst gibt es einfach unheimlich viele Sachen, die man nicht braucht. Und da weiß ich mittlerweile, was ich brauche und was nicht. Und das ist eigentlich auch ganz gut. Und hoffe nicht, dass ich dann für meine Freunde, Bekannte irgendwie geizig rumkomme, obwohl das eigentlich dann auch egal wäre. Ja, also damit kann ich eher leben, als wenn ich ganz viel Schund dann aufbauen würde und mir in die Wohnung stellen würde. Ja. Genau, es steht halt rum, ne, dann sozusagen. Ja, und verliert den Wert. Ja, ich kenne das nur von auch Bekannten, die dann diese elektrischen Staubsauger da haben. Also elektrisch sind die alle. Ich meine, die selber fahren die autonomen Roboter. Staubsauger. Ja. Ja, genau. Am Anfang sind die super klasse. Und dann siehst du, bist du das nächste Mal zu Besuch, dann steht der in der Ecke und es wird wieder normal gesaugt. Und ja,
ist die Frage, ob man das jetzt alles, muss jeder für sich selber wissen. Ja, ich habe bei meiner Freundin ist es so, die hat auch Kollegen, die kaufen sich jedes Jahr einen neuen Fernseher, der noch größer ist als der andere und ein neues Smartphone, was noch größer ist als das davor. Das ist eine Geldverschwendung, da kann ich mir nur den Kopf fassen. Wahnsinn. Ja. Das ist Wahnsinn, ja. Ja. Aber gut, das vertiefen stimmt. Wir jetzt nicht, sonst sind wir ja fast schon wie Tim Schäfer, der da ja auch immer raufhaut auf das Thema Konsum. Genau, also ich glaube auch, muss jeder selber wissen, aber diesen Satz, den es gibt, weniger ist manchmal mehr, ja. Der ist hier, glaube ich, auch sehr gut angebracht. Genau, dann kommen wir zu einem Thema, wo mehr doch ganz angebracht ist, nämlich Social Media. Oh ja, das ist natürlich bestimmt seit 2008 mein Alltag mit. Mhm. Ganz einfach, weil ich natürlich damit mein Geld verdiene, weil ich da gearbeitet habe, lange in einer Agentur im Bereich Social Media, teilweise auch Head of Social Media dann war. Mhm. Deswegen Facebook, Twitter und alles Mögliche, alles natürlich mitgemacht. Auch die Netzwerke wie MySpace, Elo und Co., die dann irgendwann wieder verschwunden sind. Sehr, sehr wichtiger Bereich, sehr gute Möglichkeiten, um Reichweite aufzubauen, wenn man es denn richtig macht. Was aber auch wichtig ist, dass man auch lernt abzuschalten. Das heißt, ich jetzt zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, ich habe keine Push-Nachricht mehr auf dem Smartphone, weil dadurch, dass ich auf Twitter bin, Facebook und allen möglichen Sachen, irgendwann drehst du es uns durch. Also es ist extrem wichtig, man soll es gut pflegen, aber man muss auch wissen, wann man es nicht braucht und dass man mal ein bisschen Abstand nimmt und nicht irgendwie, es gibt da den Begriff des Social-Media-Burnouts, dass man da eben nicht der Sucht nach Anerkennung zu sehr frönt. Das hast du jetzt auch passend gesagt. Ja, das wird irgendwann, glaube ich, mal weiter festhalten. Das war jetzt wirklich philosophisch fast schon. Dann kommen wir zum letzten Begriff. Wirst du wahrscheinlich auch kennen aus vorhergehenden Wordshuffles. Passt auch ganz gut zu deinen letzten Worten. Das ist Glück. Ist mit das Wichtigste, was es gibt. Und ich glaube, ich habe immer so ein bisschen das Ziel oder ich glaube, das größte Glück, das es ist, wenn du morgens mit einem Lächeln aufstehst und abends mit einem Lächeln schlafen gehst. Und ja, ich denke, das ist einfach das Glück. Es sollte eigentlich das Wichtigste im Leben sein. Aber da gehören eben ganz viele Faktoren dazu, die einfach stimmen müssen. Und ja, wo sicherlich auch Geld dazu gehört, dass man einfach eine gewisse Basis hat. Dass Geld jetzt nur Geld glücklich macht, kann ich jetzt zum Beispiel, glaube ich, jetzt nicht unbedingt. Mhm. Aber es ist einfach wichtig, um dieses Fundament zu haben, um dann auch glücklich zu werden. Und das Zusammenspiel mit Familie, Freunde, eigenen Zielen, die man erreicht, das macht, glaube ich, dann das Glück ein bisschen aus. Wichtiger Begriff. Ja. Sehr schön, Daniel. Hast sehr passend jetzt auch zusammengefasst. Ich fand das Gespräch mit dir sehr gut und sehr interessant, auch wenn wir ja schon häufiger miteinander gesprochen haben. Aber wir haben trotzdem die Stunde jetzt geknackt und ich glaube, da ist für jeden Hörer auch was dabei gewesen. Das hoffe ich. Und ansonsten, auch wenn im Nachgang noch Fragen sind zu diesem vielleicht etwas anderen Lifestyle, also können mich gerne jederzeit auch kontaktieren. Und mir hat es auch richtig Spaß gemacht und ich bin froh, dass ich dich nicht gelangweilt habe, obwohl du jeden Monat meine Geschichten dir anhören musstest. Nein, überhaupt nicht. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und schön, selbst mal dabei gewesen zu sein, weil ich echt, wie gesagt, ein großer Fan von dir und auch vom Allwald bin und da auch echt immer gewissenhaft auch zuhöre und euch da auch in einer gewissen Weise viel zu verdanken habe, sage ich mal so, in der Geldanlage und Co. Also, ja. Merci dafür, auch für die Einladung. Ja, das freut mich zu hören und dann wünsche ich dir alles Gute für die Zukunft und ich werde deinen Weg weiterhin verfolgen. Danke, danke, das wünsche ich dir auch und wir hören uns dann ja demnächst sowieso wieder. Genau. Danke, bis ciao. Dahin, ciao. Ja, das war das Interview mit Daniel. Ich weiß nicht, ob man es jetzt im Podcast hören konnte. Er saß in Chiang Mai in einem Apartment und man hört die ganze Zeit den Fluglärm. Ich habe versucht, den rauszufiltern. Ich weiß nicht genau, ob mir das jetzt gelungen ist, weil ich den Podcast schon fertig geschnitten habe. Aber das war sehr interessant, weil irgendwie alle 15 Minuten da ein Flieger über ihn rüber geflogen ist und es war ziemlich laut. Und das liegt daran, dass der Flughafen in Chiang Mai direkt in der Mitte der Stadt ist und von daher hört man die Flieger dann immer starten und landen. Aber von der Tonqualität ging es trotzdem, zumal ich vorher ja mit der Videoübertragung mit ihm geskypt hatte und er hatte quasi in seinem Kleiderschrank gesessen und hat den Kleiderschrank abgehängt, damit man den Lärm nicht ganz so laut hört. Das war ein sehr skurriles Bild. Das kannst du dir auch gerne nochmal anschauen. Das packe ich in den Blog, also das mobile Schrank-Podcast-Studio von Daniel. Ja, ich habe zum Ende des Podcasts noch
zwei Bewertungen für dich. Die erste stammt von 83 Link und er schreibt, die Beiträge haben abwechslungsreiche Thematiken und jeder Beitrag an sich bietet ein breites Spektrum. Natürlich schleicht sich hin und wieder Geschwafel ein, jedoch bleibt der Fokus konstant. Die Interviews haben zwischendurch einen so hohen Gehalt, dass es sich lohnt, Teile nochmal zu hören. Weiter so. Ich danke dir für die Bewertung. Und natürlich, da gehört das Geschwafel auch immer wieder rein, weil ansonsten müsste ich ja noch viel mehr schneiden, als ich das ohnehin schon tue. Und ich finde, das macht die Interviews eigentlich aus. Also gerade auch die persönliche Ebene, das ist natürlich nicht so interessant für jeden, aber ich versuche die Interviews dann möglichst wenig zu beschneiden und dann ist halt ab und zu auch mal Geschwafel drin. Ja, kommen wir zur nächsten Bewertung. Die kommt von Struppi 07685 und er oder sie schreibt, inspirierend und wertvoll, meiner Meinung nach einer der besten Podcasts auf diesem Gebiet. Danke für den Content und weiter so. Und ich sage auch herzlichen Dank für die Bewertung. Damit bin ich am Ende für dieses Mixtape und wir hören uns schon nächste Woche wieder. Und da geht es um das Thema Behavioral Finance und das Anlegerverhalten hier in Deutschland. Sehr spannendes Thema und ich fand das Interview mit meinem Podcast-Gast sehr interessant und ich denke mal, dass dir das auch gefallen wird. Dann hören wir uns nächste Woche wieder und bis dahin alles Gute. Ciao.